und herzlich willkommen auf meinem Kanal Die Traumwerkstatt. Im heutigen Video möchte ich mit euch über Gewohnheiten sprechen, denn in meiner Arbeit höre ich oft, dass es ja immer so schwer ist. Also die Menschen haben große Wünsche, große Träume, große Ziele, aber es ist ja so weit weg und es ist ja, sie trauen sich nicht, sie haben den Mut nicht, sie haben die Angst. Und was auch immer. Und letztlich basieren diese ganzen Geschichten nur darauf, dass wir die meiste Zeit des Tages einfach mit automatischen Programmen verbringen. Was meine ich damit genau? Es ist halt so, wir haben uns gewisse Routinen am Tag entwickelt. Zum Beispiel, du stehst meistens wahrscheinlich immer auf dieselbe Art auf. Du gehst dann wahrscheinlich erstmal ins Badezimmer, gehst auf Toilette, machst dich fertig, ziehst dich an, putzt dir die Zähne, machst dir wahrscheinlich noch einen Kaffee. Ja, und das ist immer in dem gleichen Ablauf. Du wirst das vielleicht am Wochenende ein bisschen variieren, aber letztlich tust du das immer in einem Automatismus. Und das ist nicht nur mit den Verhaltensweisen, die wir so am Tag machen, sondern es hat zum Beispiel auch was damit zu tun, wie du auf Menschen reagierst. Ja, also wenn da jemand ist, den du vielleicht nicht leiden kannst, eine Kollegin, irgendjemand aus der Nachbarschaft, eine Bekannte, ich weiß es nicht. Da passiert es auch oft, dass irgendwas gesagt wird, irgendwas gemacht wird, du wirst angetriggert und reagierst immer auf die gleiche Art und Weise. Und das sind unsere zugrunde liegenden Muster, die mit der Zeit immer automatisiert wurden. Denn du musst ja wirklich mal zugeben, wenn du so jemanden hast, selbst wenn du dir vornimmst, beim nächsten Mal nicht so zu reagieren, wie gut gelingt dir das dann meistens? Ja? Also ich kenne das zum Beispiel von mir selber mit den Kindern. Es gibt gewisse Regeln und wenn die gebrochen werden, dann werde ich natürlich sauer. Und natürlich versuche ich immer erst das Ganze zu erklären und nochmal zu erklären, warum ich das jetzt nicht gut finde. Aber manchmal gibt es eben auch Momente, wo ich unbewusst reagiere und einfach nur sauer bin. Und das zu verändern klingt erstmal einfacher, als es ist. Ja, das heißt, wir müssen auch da wieder anfangen, in die Bewusstheit zu gehen. Das heißt, wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, wie wir jetzt reagieren wollen. Zum Beispiel empfehle ich dann, fangt mit kleinen Dingen an. Ja, also wenn euer Ziel oder euer großer Traum ist, zum Beispiel das Auswandern, ihr aber so viel Angst vor, ich weiß nicht wie viele Dingen habt, dann bringt das gar nichts, wenn jemand euch dann sagt, naja, nun mach doch einfach und sieh zu und probier's doch einfach, ist ja egal, was passiert. Funktioniert für die meisten Menschen nicht. Das heißt, wir müssen anfangen, in kleinen Schritten unsere Gewohnheiten zu verändern. Und zwar, und das ist ganz wichtig, auf positive Art und Weise. Ja? Du kennst das sicherlich, jedes Jahr wieder an Silvester, die neuen Vorsätze. Ich gehe dieses Jahr ins Fitnessstudio, ich ernähre mich gesünder, ich nehme jetzt 10 Kilo ab, ich gehe jeden Tag laufen. Ich weiß nicht, was noch. Ja? Wie viele von euch schaffen das? Warum machen wir das immer wieder und warum ist es so schwer, das langfristig umzusetzen? Und was ist der negative Effekt davon? Denn wenn ihr euch solche Vorhaben vornehmt, ja, und ihr schafft es dann nicht, das durchzuhalten, führt das ja zwangsläufig zu einer Frustration. Das heißt, ihr wertet euch selber ab, euer Selbstbewusstsein sinkt, weil ihr denkt, ich krieg's einfach nicht hin, ich bin Loser, was auch immer da für Mechanismen laufen. Und das führt dazu, dass man immer weniger Lust hat, neue Dinge zu machen, beziehungsweise etwas Neues auszuprobieren. Ja, weil man dann denkt, ach ja, komm, wie oft wollte ich schon laufen gehen, ach, dann habe ich es wieder nicht geschafft und jetzt mache ich es wieder nicht.
Ja, also man setzt sich immer Ziele, erreicht sie nicht und die Folge ist immer Frustration. Deswegen ist mein Tipp, fang mit kleinen Dingen an. Was sind das für kleine Dinge? Zum Beispiel duschen. Meistens wahrscheinlich warm. Ja, jetzt könntest du dir sagen, okay, das nächste Mal, wenn ich mit dem Duschen fertig bin, dusche ich noch eine halbe Minute kalt. Oder lauwarm. Oder ich dusche generell jetzt mal lauwarm und dann zum Ende hin kalt. Aufstehen. Wann stehst du gewöhnlich auf? Bist du Langschläfer? Ja, schläfst du bis morgens 10 Uhr am Wochenende und lässt den Tag erstmal ruhig angehen? Dann mach's doch mal anders. Ja? Steh eine Stunde vorher auf und mach dann Sachen, die dir Spaß machen, wo du vielleicht mehr Ruhe brauchst, weil die Kinder noch schlafen oder irgendwas anderes ist. Und so gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen, ja? Der Kaffee am Morgen, vielleicht einfach mal einen Tee trinken anstatt des Kaffees. Auch das kann eine Gewohnheit sein, ja? Dieser, ich brauche meinen Kaffee am Morgen. Ohne Kaffee bin ich gar nichts. Da darfst du dich mal persönlich wirklich hinterfragen. Was sind deine automatischen Muster? Was sind deine Programme? Social Media. Ich glaube, da kennt sich mittlerweile jeder. Ach, erstmal aufs Handy gucken, erstmal überall durchscrollen, auf Instagram, auf Facebook. Ja. Was du tun kannst, um diese Muster zu unterbrechen, ist, dich in dem Moment innezuhalten und zu fragen, okay, warum mache ich das jetzt? Ist das jetzt wirklich etwas, was ich dringend machen muss? Oder was ist der Grund, warum ich jetzt in das Handy schauen will, warum ich jetzt unbedingt diesen Kaffee trinken will? Und dann ist es so, du hast ja so nicht das Ziel gesetzt, okay, ich trinke jetzt nie wieder Kaffee, sondern du sagst, okay, ich würde mir jetzt einen Kaffee machen. Okay, ich könnte es ja heute mal mit Tee versuchen. Du trinkst dann heute einen Tee und der Effekt ist, du fühlst dich gut, weil du hast ja was anderes gemacht und hast sozusagen Erfolg gehabt. Ja, du hast also etwas Positives damit verbunden. Hättest du dir jetzt vorgenommen, ich trinke jetzt nie wieder Kaffee und hättest nach dem dritten Mal wärst du wieder eingeknickt, dann hat das wieder zur Folge, dass du frustriert bist. Genauso ist es zum Beispiel mit der Gewohnheit, abends vorm Fernseher zu sitzen, sich einfach nur noch beschallen zu lassen, weil der Tag so anstrengend war. Ja, was könntest du, frag dich auch da wieder, was könntest du anstelle dessen tun? Was würde dazu führen, dass es dich vielleicht weiterbringt, dass es was dir Freude macht? Vielleicht willst du ein paar Socken stricken, wolltest du schon länger machen. Sagst dir aber auch immer wieder, ich habe ja keine Zeit. Das ist ja immer unser nett und gern genommene Ausrede. Oder du sagst, okay, ich setze mich heute bewusst hin, ich mache jetzt einfach nur schöne Musik an und lese ein Buch, ein schönes Buch, was mich schon lange interessiert oder was ich schon vor ewigen Zeiten gekauft habe. Ja, also schaut mal, wo im Kleinen ihr Dinge verändern könnt. Und je häufiger ihr das nämlich übt, desto einfacher wird es dann, die Schritte, die etwas mehr Mut und mehr Entschlossenheit erfordern, dann auch zu gehen. Nur wenn es für euch jetzt schon schwer ist, überhaupt solche kleinen Dinge zu verändern, ja? Oder dass du sagst, okay, diese Woche gibt es nur statt fünfmal Fleisch nur zweimal Fleisch. Ja, oder ich ersetze die Portion mit mehr Gemüse, wenn du dich zum Beispiel gesünder ernähren möchtest. Oder was auch immer. Es sind die kleinen Dinge. Und wie gesagt, halte kurz inne, wenn du feststellst, okay, das ist irgendwie wie jeden Abend. Ja, wir machen das so und so und so und dann haben wir diesen Ablauf. Frag dich, okay, warum will ich das jetzt so machen? Und was könnte ich anstelle dessen machen? Der Weg zur Arbeit, einfach mal woanders langfahren. Ja, euer Einkaufsladen, da kenne ich mich aus. Ja, du kaufst auch immer die gleichen Produkte. Vielleicht ist es mal ratsam, um einfach auch dich ein bisschen zu fordern, in einen anderen Laden zu fahren, in dem du vorher noch nie warst, um einfach mal wieder den Blick für andere Produkte zu bekommen. Ja, das ist mein
mein großer Tipp für euch, wenn ihr sagt, es fällt mir so schwer, meine Träume, meine Ziele zu verwirklichen. Fangt mit euren Gewohnheiten an, schaut euch wirklich bewusst auf die Finger, schaut wirklich mal, was macht ihr jeden Tag, warum macht ihr das, wieso macht ihr es auf diese Weise und dann versucht, diese Dinge im Kleinen einfach mal zu ersetzen, ohne euch ja, zu dengeln, dass ihr sagt, okay, ich mache das jetzt für immer. Das ist ja der Grund, warum viele Nahrungsumstellungen oder Fitnessstudio oder Sport machen oder so, warum die das so schlecht durchhalten, weil man sich dadurch eben auch immer frustriert und man will sich ja, niemand will sich ja dauerhaft frustrieren, ja, also lässt man es gleich und dann kann man sagen, okay, ich habe es versucht, hat nicht funktioniert. Wenn ich aber immer wieder sage, okay, ich versuche es nochmal, ah ja, heute habe ich es wieder nicht geschafft, ah so Mist, ich wollte eigentlich zum Sport gehen, aber wieder nicht. Ja, macht es umgekehrt. Nehmt euch kleine Sachen, fragt euch einfach heute, okay, heute Abend, was könnten wir anstelle dessen tun, anstatt den Fernseher anzumachen? Vielleicht ein Spieleabend. Ja, werdet einfach kreativ, schaut mal, was euch Spaß macht. Und dann ist es viel, viel einfacher, die nächsten größeren Schritte anzugehen, weil ihr habt viel mehr Selbstbewusstsein und ihr seid viel motivierter, Dinge zu verändern. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Lass gerne einen Daumen hoch da. Und ja, in der nächsten Woche geht's dann weiter. Bis dahin, alles Liebe.